Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Hausreparaturen gemacht und einen Transportauftrag ausgeführt. Vielen, vielen Dank nochmal für die Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Wenn wir nochmal kurz hier unser dementsprechendes Gewächshaus ein wenig wässern. Und dann können wir bald alles soweit verarbeiten. Vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps und Tricks. Ja, ihr habt geschrieben, wir brauchen auf jeden Fall bessere Gerätschaften. Der eine oder andere hat auch geschrieben, dass er mehrere jeweilige Grundstücke schon gekauft hat und dann das ganze Holz quasi ja, von den Grundstücken runtergeholt hat. Was wir heute machen werden, ist wieder ein bisschen Holz auf jeden Fall bereitstellen. Ihr habt nochmal gefragt, was für einen Rechner ich habe. Ich habe einen relativ guten Rechner, auch eine gute Grafikkarte, aber das hat damit nichts zu tun, was für einen Rechner man hat hier. Denn es ist ja noch Early Access, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Und die ganzen Feinheiten wie auch Performance wird ja immer erst zum Ende einer Entwicklung, wenn das Spiel dann in die Release-Version geht, dann auch soweit fertig gemacht. So, ich würde sagen, wir werden jetzt mal hier die Bäume fällen. Wir werden ein paar Bäume quasi noch rüberfahren, ein bisschen mehr Holz produzieren. Und dann werden wir mal schauen, ob wir unser Fahrzeug waschen können. Da habt ihr nämlich auch geschrieben, das können wir bei der Werkstatt machen. Wir fällen jetzt nochmal hier einen Baum, der jetzt irgendwie nicht umfällt. Warum auch immer. Müssen wir einmal kurz gegenlaufen. Der dreht sich hier. Dreht sich und... Ah! Der fällt auf uns drauf. Nein, macht er natürlich nicht. Fällt recht langsam. So. Wie gesagt, ich habe alles auf volle Pulle gestellt hier bezüglich der Einstellungen. Wenn es manchmal ein bisschen ruckelt, liegt es wirklich daran, dass es erst zum Ende einer Entwicklung immer gemacht wird, dass das Spiel dann auch optimiert wird von der Performance her. Aktuell geht es eben darum, dass neue Spielinhalte dazukommen, das Ganze zu testen. Und das machen wir jetzt. Und wir sind ja immer noch dabei, unseren Onkel irgendwann mal auszubezahlen. Wenn wir es mal hinbekommen. Es dauert aber noch ein bisschen. Wir werden jetzt erstmal nochmal zwei Bäume fällen hier. Also zwei Bäume ist, glaube ich, aufgrund der Performance, glaube ich, recht gut. Das ist auch ein recht großer Baum hier, wie ihr seht. Und da muss man halt immer mal wieder schauen. Ja, manchmal sieht man den Baum auch gar nicht. Ich guck mal gerade. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, den können wir hier schon... Können wir den hier schon teilen? Der backt jetzt wieder hier so ein bisschen rum, ne? Ah, okay. Jetzt rollt er ein bisschen. Wir müssen mal kurz gucken, ob wir da irgendwie... Ah, da können wir noch was wegmachen. So, jetzt sind wir natürlich hier direkt wieder in dem Busch drin. Den wir einfach mal wegmachen. Hätte ja eigentlich auch eher auf die Idee kommen können. Und jetzt können wir das Ganze wieder in kleine Stückchen machen. Der hampelt immer ein bisschen rum. Jetzt fliegt er wieder rum. Wenn wir den einmal angesägt haben, in der Regel geht das dann. Oder auch nicht. Sehr schön. So, jetzt haben wir wieder diesen kleinen Bug, ne, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Dass die Bäume hier so ein bisschen rumfliegen. Ja, wie gesagt, wenn euer PC jetzt nicht allzu gut ist, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link drin zum Spiel. Dann würde ich mir das Spiel jetzt erstmal nicht kaufen, weil es halt wirklich von der Performance her noch sehr performance-lastig ist. Aber es ist trotzdem ein cooles Spiel. Viele von euch spielen das schon. Der ein oder andere hat auch schon den Onkel ausbezahlt. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit dafür. Ich werde nochmal einen zweiten Baum fällen. Dann werden wir den auch nochmal rüberfahren. Und dann passt das Ganze soweit. So, die Bäume fallen, glaube ich, immer nach vorne in der Regel. Wenn wir die hier fällen. Das heißt, hier geht es auch weiter. Auch in dieser Woche wieder mit weiteren Folgen. So. Ja, der Baum dreht sich so ein bisschen und fällt dann auf den anderen Baum jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, man kennt es. Und die großen Bäume sind halt recht schwierig. So, Äste weg. Hier auch wieder Äste weg. So, da geht's dann auch weiter. Auf jeden Fall zu tun haben wir hier eine Menge. Wir können auch noch ein paar Aufträge machen in den nächsten Folgen. Wir werden dann auch nochmal Shampoo herstellen. Das habt ihr gesagt, das lohnt sich definitiv. Werden wir uns da nochmal anschauen. Dazu müssen wir ein paar Kräuter sammeln. So.
Jetzt können wir den Baum wieder teilen. Weil hier das erste Stück ist ja immer weg. So. Auch wieder jede Menge Holz, die wir da hin und her fahren. Das wird jetzt in den nächsten Folgen. Ich gucke immer, dass wir immer zwischendurch ein paar andere Sachen machen. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen was vorspielen. In der nächsten Woche habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Dass wir da ein bisschen was vorbereiten. Denn nächstes Wochenende bin ich nicht unterwegs. Sodass wir da vielleicht ein paar mehr Folgen auch hinbekommen. Und ich auch vielleicht ein bisschen vorspiele schon. Müssen wir mal schauen. Muss ich schauen, wie ich es schaffe. So. Das heißt, die Bäume sind soweit gefällt. Bedeutet, wir können jetzt einmal hier die Minikarte aufrufen. Gehen dann hier zu unserem Fahrzeug. Und wichtig ist, wenn er hier in der Brücke festbackt, einfach Tab drücken, wenn ihr eingestiegen seid und den Abschleppwagen rufen. Dann wird er wieder auf die Straße zurückgesetzt. Und so habt ihr euer Fahrzeug dann wieder. Kostet zwar 200 Euro, aber ja, besser als das Fahrzeug quasi zu versenken. Nämlich das macht dann auch überhaupt keinen Sinn, wenn ihr das Fahrzeug nicht mehr nutzen könnt. Ihr habt doch gesagt, wir brauchen neue Geräte, schnellere Geräte, damit das Ganze ein bisschen besser läuft. Werden wir uns anschauen. Wir werden auf jeden Fall auch noch weitere Grundstücke uns irgendwann kaufen. Weil wir brauchen jede Menge Holz, denn unseren Onkel müssen wir ausbezahlen. Dafür brauchen wir 250.000. Ich glaube, 9.500 haben wir schon ausbezahlt. Aber da ist auf jeden Fall noch jede Menge Arbeit, bevor wir dann ins nächste Kapitel fortschreiten können. Ist mit jeder Menge Arbeit verbunden. Der eine oder andere schreibt, ey, warum bist du noch nicht so weit? Ja, ist natürlich nicht das einzige Spiel, was ich spiele. Ich bin da schon viel weiter. Der eine oder andere von euch spielt dann auch vielleicht nur ausschließlich dieses Spiel. Und deswegen. Ja, und heute Abend, wenn ihr Bock habt, ne, und auch Freunde des gepflegten Landwirtschaftssimulators seid, gibt's wieder Livestream, das Ganze live auf Twitch. Ne, DFV, der Feldversuch. Es geht weiter. 19 Uhr. Homer YT. Da findet ihr mich und dann auch den Stream. Schaut gerne vorbei, wenn ihr Lust und Laune habt. Bei der, ja, draußen sind ja aktuell so wirklich tropische Temperaturen. Ich will es mal so ausdrücken. Recht schwierig, recht warm. Aber es ist natürlich wie immer, egal was für ein Wetter wir haben, wir sind immer am Meckern, ne? Dafür sind wir Deutschen ja so ein bisschen bekannt. Dass wir halt immer meckern. So, kriegen wir den auch noch. Ich glaube aber... Ah, wir kriegen sogar noch einen mit. Müssen wir, glaube ich, wieder zweimal fahren. Ja, mehr geht nicht. Dann fahren wir mal zurück hier und werden das Holz mal abliefern bei unserem Sägewerk. Dann gleich noch eine zweite Tour fahren, um dann wieder das Holz zu produzieren. Ne? Da müssen wir auch mal gucken, wenn das andere Holz da trocken ist, dass wir das verkaufen. Das wird dann auch ordentlich Geld bringen. Aber es dauert halt ein wenig. Ich glaube, ihr habt irgendwann mal geschrieben, so anderthalb Wochen dauert das Ganze, bis das Holz dann getrocknet ist. Und ich habe jetzt auch mal hier den Gabelstapler weggefahren, weil ihr sagtet, wenn ich davor stehen bleibe, gehen die mal auf und trocknen nicht. Da sehen wir es dann hier. So. Das wird weiter getrocknet. Jetzt fahren wir hier noch ein bisschen Holz auf jeden Fall rüber. Und werden dann gleich nochmal eine Runde hier unser Fahrzeug säubern. Also hier nicht hier den Traktor, sondern eher das Fahrzeug unseres Onkels eigentlich, Christine. Das habt ihr nämlich gesagt, das können wir auch machen bei der Werkstatt, da wo man auch tanken kann. Gucken wir uns gleich an, ob das geht. Weil der eine oder andere hat auch geschrieben, dass man auch die Fahrzeuge hier reparieren kann. Das hat leider nicht geklappt. Ist, glaube ich, noch nicht implementiert. So, und wichtig immer ist hier nicht in diesem Bereich parken. Warte mal. Geht der jetzt noch runter hier? Oder backt der jetzt fest? Ich kann mal gucken. Kann ich den nochmal aufnehmen? Jo, muss den nochmal kurz aufnehmen. Nochmal ein Stück hier ins Wasser fallen lassen. Damit das Ganze funktioniert hier. Zack. Und zack. So, jetzt holen wir uns die zweite Tour. Wenn ihr Aufträge habt, ne, die werden dann so angezeigt, so wie jetzt hier auch. Und wenn man dann auf Tab, auf M geht, hat man die Aufträge. Wichtig ist, dass ihr immer, manchmal müsst ihr auch noch mit Leuten sprechen, damit ihr den Auftrag abschließen könnt. Ich meine, das wäre so gewesen hier bei dem Sägewerk. Und dieses Gebäude hier kam dann erst, nachdem wir mit unserer Tante, glaube ich, oder unserem Onkel gesprochen haben, wurde dann erst freigeschaltet. Vielleicht nochmal als kleinen Tipp für euch, weil das war, glaube ich, auch eine Frage in den letzten Videos. Dass ihr ab und an nochmal immer mit Leuten sprechen müsst. So.
Und dann holen wir jetzt noch das weitere Holz hier rein. Der Tag neigt sich auch schon wieder dem Ende. Wir haben schon wieder 16 Uhr. In-game. Und, so, jetzt fahren wir hier mal rüber. Da haben wir schon einiges abgeholzt hier auf dem Grundstück. Wir haben aber immer noch, ein bisschen was drauf hier auf unserem Grundstück. Deswegen werden wir auch noch in den nächsten Folgen wieder ein bisschen hier Holz machen. Ich guck mal, dass ich die mal so ein bisschen anders ablege hier. Ist manchmal recht schwierig hier. So, wir fahren jetzt mal hier ran. Ich denke mal, muss ich nur ein drittes Mal fahren. So. Der ist nicht ganz drauf. Muss man manchmal warten. So. Jetzt. Jetzt ist er drauf. Aha. So, nächster Baum. So, der Greifer geht wieder auf. Gucken wir mal hier, das war's vielleicht hier auf der Kante. Na, den müssen wir, glaube ich, nochmal. Nee, der backt. Da muss man echt manchmal ein bisschen aufpassen. Bis dieses Symbol wieder kommt. Ja, der ist ein bisschen schief drauf. Aber ich glaube, das sollte klappen. So. Den kriegen wir hier drauf. Und da können wir den auch nochmal mitnehmen. Vielleicht können wir den auch nochmal fallen lassen, weil er halt ein bisschen dünner ist und können dann den einen Holzstamm auch noch aufnehmen. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht, weil der eine hier so schief drauf liegt. Da müssen wir halt. Oh, jetzt bin ich ausgestiegen. Lol, wollte ich gar nicht. Müssen wir halt gleich nochmal fahren. Fahren wir mal durchs Gebüsch hier. So, die Gebüsche haben mittlerweile keine Kolli mehr, sodass wir da auch durchfahren können. Das sieht jetzt natürlich nicht toll verladen aus. Ladungssicherung ist auch nicht so unsers. Aber Holz für die Bretterproduktion haben wir auf jeden Fall genug. Spanplatten werden auch weiter produziert mit der Baumrinde. Da können wir auf jeden Fall auch bald noch was verkaufen. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge zu tun. Das eine Holz lasse ich da jetzt erstmal liegen. Das können wir dann auf jeden Fall nochmal später wegfahren. Da gucken wir gleich nochmal nach unserem Holz, wie weit das schon getrocknet ist. Da steht auch schon wieder unser Ladewagen. Da werden wir dann wieder Sparplatten aufladen, werden wir wieder verkaufen. Und das andere Holz werden wir einfach trocknen. Wir können es natürlich auch für Aufträge nutzen, aber wir wollen das ja nicht verschwenden, weil das ist ja bares Geld. So. Dann haben wir das auch gleich fertig. Ah komm, fahren wir mit dem Fahrzeug schon mal rum und werde den einen Holzstamm da noch aufnehmen, den einen Baumstamm. So. Weil dann liegt er nämlich da nicht rum. Und können dann mal schauen, dass wir dann unser Fahrzeug waschen. Müssen wir mal gucken. Ihr habt gesagt, das geht. Deswegen werden wir uns das anschauen. Tanken habt ihr auch gesagt, sollen wir immer hier bei unserer Haustanke. Nicht an der Tankstelle, weil es da teurer ist. Ich glaube, die war leer. Da müssen wir mal wieder gucken, dass wir die vielleicht nochmal wieder auffüllen. Und ich glaube, diesen Monat soll es auch wieder ein neues Update geben. Da bin ich mal gespannt, ob dann auch neue Spielinhalte wieder mit dazukommen. Wir könnten auch Blümchen anpflanzen. Werden wir vielleicht auch nochmal in der Folge machen. Dass wir uns das nochmal anschauen. Vielleicht unseren Vorgarten nochmal schön machen. Gucken wir einfach mal. So, jetzt sind wir hier rangefahren. Ich werde etwas hungrig. Da können wir auch gleich nochmal was essen. So. Dann steigen wir mal aus hier. Oder auch nicht. So, jetzt sind wir ausgestiegen. Gucken wir doch mal, wie viel Holz wir hier noch haben bei uns am Grundstück. Wir haben jetzt hier noch 3x Kiefer, 4x Fichten und 3 tote Baumstämme. Also 10 Bäume haben wir noch insgesamt.
Ist ganz ordentlich. Wir können uns auch später noch neue Waldstücke wieder gönnen. Müssen wir auch mal gucken. Aber jetzt wollen wir erstmal rüberlaufen zu unserem Fahrzeug. Aber bevor wir das machen, werden wir erstmal was essen. Ich würde sagen, wir essen mal hier so ein bisschen Hirschpastete. Lecker Schmackofatz. So. Müde sind wir auch schon relativ. Das heißt, da werden wir uns auch bald zu Bett begeben. 16.50 Uhr ist noch recht früh am Tag. Und dann gehen wir mal rüber zu unserem Auto. Denn das sollen wir irgendwie waschen können. Oh. Wildschwein. Können wir die eigentlich jagen? Ich weiß es gar nicht. Diese Wilderer-Aufträge, die wir am Anfang hatten, wo wir Tutorial hatten, die sind auch nicht mehr da, ne? Dass wir die befreien können oder so. Das wäre vielleicht auch... Hier ist nur Treibstoff für zu Hause. Also putzen können wir hier nichts, Leute. Ich weiß ja nicht, was ihr... Wie ihr das gesehen habt. Ihr habt gesagt, man kann hier ranfahren. Ah, doch da. Ach, Fahrzeug waschen. Jo, stimmt. Da, okay. Es müsste vielleicht noch angezeigt werden. Ne, und waschen. So, guck mal, jetzt haben wir das Fahrzeug wieder soweit gesäubert hier. Das haben wir jetzt auch gemacht. So, jetzt können wir dann einmal, wenn das Fahrzeug dann irgendwann mal stehen bleibt, können wir dann einmal wieder aussteigen. Oder auch nicht. Hallo. Ja, manchmal spinnt es noch ein bisschen rum. Wir stellen es mal wieder hier hin. Da können wir gleich nochmal gucken, ob wir noch weitere Aufträge haben fürs nächste Mal. Jetzt geht's. Komisch. Komisch. Auf jeden Fall sauber, aber rostig. Reparieren können wir es noch nicht. Ich denke mal, das wird dann auch noch später kommen. Wir werfen mal einen Blick auf die Map. Wir haben auch ein paar Aufträge. Ich denke mal, zum neuen Tag gibt es neue Transportmissionen haben wir hier. Und hier noch ein verlorenes Schaf finden. Ich denke mal, dass ich das dann mit dem jeweiligen Tagesabläufen dann immer, das heißt, wenn ein neuer Tag anbricht, dass das Ganze dann auch wieder soweit besser funktioniert. Wir können mal kurz gucken, nochmal zu unseren Bienenstöcken, inwieweit die schon ready sind und vielleicht frischen Honig haben. Nee, noch nicht, das dauert. Äpfel haben wir auch noch keinen frischen. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Wir könnten jetzt hier auch noch Bienenstöcke platzieren. Wollen wir das eben auch noch machen? Nee, das machen wir dann nochmal ein anderes Mal. Ansonsten schauen wir mal eben kurz hier nochmal nach unserem Holz. Das wird hier, glaube ich, soweit schon wieder verarbeitet. Da vorne kommt noch Holz. Ihr seht das. Wird dann hier in die, ja, in das Sägewerk und in die Bretterproduktion gepackt. Da vorne sehen wir es. Hier haben wir auf jeden Fall auch wieder Spanplatten, die wir noch aufladen können. Ne, das geht auf jeden Fall soweit. Und hier haben wir noch ein paar Bretter. Ansonsten vom Trocknungsfaktor müssen wir uns das mal angucken hier. Da sind wir hier schon bei 67%. Boah, es wird langsam trocken. Das waren die ersten, die wir reingepackt haben. 77, ich glaube hier in der Mitte war es, ne? 67%. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir das Ganze dann ready machen. Wir können natürlich auch einige Sachen hier wegfahren, aber ich würde sagen, ich hau mich jetzt einfach mal hier ins Bett. Bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche noch einen wunderschönen Mittwoch und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.